90% der Medien in den Vereinigten Staaten gehören 6 Konzernen. Das ist der Stand heute. Und 1983, also etwa 30 Jahre her, ist noch gar nicht so lange, waren es nicht 6 Konzerne, sondern 50 Konzerne. Und wenn man das linear weiterrechnet, weiß man, was vielleicht in 30 Jahren dann von den 6 Konzernen noch übrig geblieben ist. Wir haben also eine Entwicklung einer starken Konzentration und wir haben eine Situation einer, ja, ich sag mal Matrix, aus der die Menschen nur scheinbar wirklich herauskommen können. Natürlich gibt es Wege, aber genau um dieses Thema, wie diese Matrix, wie die Verflechtungen, wie die Machtkonzentrationen aussehen, wird es im folgenden Gespräch gehen. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Raus aus der Matrix. Wir wollen es erstmal, Dominik, die Matrix ansehen. Ausgangspunkt, was ich gesagt habe, eine Entwicklung der Mediensituation in den Vereinigten Staaten. In nur 3 Jahrzehnten sind von 50 44 auf der Strecke geblieben an Bedeutung. Es sind noch 6 übrig. Ist das ein spezifisches amerikanisches Phänomen? Sieht es bei uns vielleicht, wir haben ja hunderte von Tageszeitungen und allen möglichen, sieht es bei uns anders aus oder ist es eine allgemeine Beobachtung? Also in den USA sind es ja immerhin noch 6 Konzerne, die die Medien in den Hand haben. In Deutschland ist es glaube ich nur 4 oder 5. Wenn man Burda, Bertelsmann, Springer oder Springer Verlag eben anschaut. Und das, was wir hier sehen in der Medienlandschaft, dass praktisch die Medien weltweit nur noch mit einer Stimme sprechen, suggeriert den meisten Menschen eben ein Bild von der Gesellschaft, von der Realität, was es überhaupt nicht gibt. Und mein neuer Vortrag heißt Rein in das Leben, also raus aus der Matrix erstmal und dann rein in das Leben. Weil wir stecken mitten in der Matrix, die wir nicht sehen können oder die viele Menschen nicht sehen können, weil die Matrix so allumfassend ist und vor allem unsere Emotionen, unsere Gedanken, unsere Werte, also alles steuert, was eigentlich aus unserem Herzen kommen soll, was tief aus unserem tieferen Inneren kommen soll, wird gesteuert und das ist natürlich nur möglich, wenn die Medien komplett gesteuert werden. Aber es sind ja nicht nur die Medien, die gesteuert werden, es werden ja auch, wenn ich jetzt mal insgesamt die Konzerne anschaue, es wird immer Vielfalt suggeriert. Man hat ja den Eindruck, der einem ganz offensichtlich aber, siehe Medienkonzerne, vermittelt werden soll, dass es in vielen Bereichen, du hast hier ein schönes Bild mit Markennamen, hunderte von verschiedenen Produkten, eine unglaubliche Vielfalt existiert, die aber, wenn man sich das anschaut, eine suggerierte Vielfalt ist. Ja, ist ja auch ein Grund, warum viele Produkte so teuer sind, weil keine Konkurrenz mehr besteht. Und die meisten Menschen denken, dass jetzt Firmen wie Nestle oder Kraft oder Coca-Cola damit beschäftigt sind, Produkte herzustellen, Produkte zu verkaufen. Aber in erster Linie sind diese Firmen damit beschäftigt, in allen Ländern dieser Erde und wirklich auf allen Kontinenten Marktanteile dazu zu gewinnen. Kann man hier zum Beispiel schön sehen, auch an dem Konzern Nestle, wenn man sieht, wie viel Wassermarken schon unter der Kontrolle von Nestle sind. Und man weiß es ja nicht, wenn man die einzelne Marke liest, welcher Konzern dahinter steckt. Das heißt, die Konzerne, vor allem jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg, haben die ganze Welt aufgekauft und die ganze Welt soll zu einem großen Kaufhaus gemacht werden, wo eben Vielfalt suggeriert wird für den Verbraucher, aber in der Tat doch immer ganz wenige Strippenzieher dahinter stecken und das haben wir eben überall dieses Problem und dass man dann, wenn man zum Beispiel eine ganz andere Meinung vertritt als jetzt die Meinung, die
die öffentliche Meinung ist, dann teilweise auch schräg angeschaut wird. Und ich kann es von meiner Seite aus sagen, ich schaue seit 14 Jahren kein Fernsehen mehr. Ich höre auch kein Radio mehr. Das, was ich konsumiere ich dann gezielt übers Internet. Man muss sich ja auch ein bisschen informieren. Und sobald man den Fernseher mal über einen längeren Zeitraum ausmacht, lebt man in einer ganz anderen Welt. Man entwickelt auch ein ganz anderes Bewusstsein, weil wir werden so vom Fernseher gesteuert und es ist ja auch bewiesen, wissenschaftlich bewiesen, dass nach nur kurzer Zeit des Fernsehkonsumierens sich die linke Hirnhälfte komplett ausschaltet. Das heißt, man gleitet in einen Trance-Zustand beim Fernsehschauen, indem man die meisten Sachen, fast alle Sachen, überhaupt nicht mehr reflektiert, nicht mehr hinterfragt und sie so nimmt, wie bei der Hypnose. Mhm. Als wären sie wahr. So, ein gutes Beispiel ist ja auch zum Beispiel Krieg und Terror. Wie ist es möglich, dass wir immer noch überall Kriege haben, immer mehr Kriege haben? Das kann man auch nur erreichen, letztendlich, indem man die Medien steuert, indem man das Fernsehen steuert. Und bestes Beispiel mit Hypnose ist zum Beispiel die Al-Qaida. Die Al-Qaida war vor dem 11. September 2001 eine elektronische Datenbank. Heißt ja auch die Liste. Heißt übersetzt. Ja auch Al-Qaida und aus der Al-Qaida wurde dann nach diesem Terroranschlag in New York eine globale Terrororganisation gemacht, die es überhaupt nicht gibt. So, jetzt ist das Problem, wenn man Radio hört, wenn man Zeitungen liest, wenn man Fernsehen schaut, dann hört man immer wieder Al-Qaida, Al-Qaida, Al-Qaida. Und es setzt sich natürlich so im Bewusstsein fest. Und wenn dann jemand daherkommt, der auch noch so lange Haare hat wie ich und sagt, es gibt überhaupt keine Al-Qaida, dann wird man natürlich schräg angeschaut. Es gibt keine Al-Qaida. Und die einzigen Terroristen, also die diesen globalen Terrorismus schüren, das sind letztendlich auch die westliche Welt regieren. Lass gerade nochmal, denn du hast ja hier mit drauf, ISIS oder Islamischer Staat, da haben wir ja dasselbe in Grün. Wir haben eine agierende Terrorgruppe, die letztendlich als, wie dann auch die dann später aufgebaute Al-Qaida, eine Tochterorganisation der CIA ist. Das heißt, die ganze Situation, dass einem vorgegaukelt wird, hier würden die Guten gegen die Bösen, auf beiden Seiten sind dieselben. Gut, ich würde jetzt auch nicht alles auf die CIA schieben, weil so mächtig ist die auch wieder nicht. Weil ich sag mal, die Strippenzieher, zu denen wir ja auch noch später kommen, wollen, dass man immer alles auf die USA schiebt und auf die böse CIA. So, und die wirklich die Kontrolle haben, die lachen sich ins Fäustchen, weil die von dieser Kritik dann überhaupt nicht betroffen sind. Wir haben hunderte von Geheimdiensten weltweit. Also wir haben nicht nur die CIA. Und hier haben wir zum Beispiel eine Aussage vom Sean Siegler. Sean Siegler war ja UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung. Er hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, ja. Das Imperium der Schande, wo er auch eben diese Verflechtungen zwischen Konzernen und Geheimdiensten, und er beschreibt hier sehr schön, dass praktisch jeder große Konzern hat einen eigenen Geheimdienst, hat eine eigene Spionageabteilung. Das heißt, man kann überhaupt nicht wissen, welcher Dienst an welcher Stelle am Werk ist. Wir haben hunderte von Geheimdiensten, jedes Land hat mehrere Geheimdienste, allein in den USA gibt es ja weit über 100 Geheimdienste. Es gibt ja nicht nur die CIA, sondern es hat auch noch jeder große Konzern Agenten und Geheimdienste. Also da draußen tummeln sich weltweit Millionen von Agenten, die alles infiltrieren. Und wie er schreibt, auch hochwirksam. Also das ist jetzt, hochwirksam, ja. Weil man irgendwann, und ich kann das jetzt ja aus meinem eigenen Lebensweg oder ich kann jetzt auch sogar sagen Leidensweg in letzter Zeit selbst schildern, weil ich ja die Bürgerinitiative Sauber Himmel gegründet habe. Und da geht es ja um die Chemtrails, und man wird irgendwann, man muss sich immer mehr zurückziehen, weil man kann nicht mehr unterscheiden. Also wer ist Freund, wer ist Feind? Es melden sich so viele Menschen, die ihre Hilfe anbieten, die einen dann sitzen lassen, die einen verstricken, die alles verwässern. Also es sind so viele Agenten im Rennen, und selbst ich war zu dem Zeitpunkt naiv, obwohl ich ja wusste, dass zum Beispiel der Verfassungsschutz unsere gesamte außerparlamentarische Opposition unterwandert hat. Ich frag mich, was das überhaupt mit Demokratie oder Verfassungsschutz zu tun hat, wenn ein Organ, auch noch eine Bundesbehörde, friedliche Bürgerinitiativen infiltriert, ne? Weil die Angst des Systems ist, dass Graswurzelbewegungen
letztendlich die Herrschenden vertreiben können. Weil alle etablierten Bewegungen in Deutschland oder weltweit sind bereits unterwandert oder, ich gehe noch einen Schritt weiter, wurden von ihnen gegründet, von diesen Strippenziehern, weil sie haben das Kapital. Aber das ist der Grund, weswegen eine Institution wie der Verfassungsschutz, dessen eigentlicher Job es ist, wie der Name sagt, eine Verfassung zu schützen, abgesehen davon, dass wir keine haben, aber mal, das wäre seine eigentliche Aufgabe, hier aufpassen muss, dass nicht jemand gegen die Verfassung kämpft, sondern dass jemand auf die Idee nimmt, sie ernst zu nehmen. Also wer vor allem in Deutschland gegen die Verfassung kämpft, das ist das Bundesamt Verfassungsschutz, ja. Auch die Landesämter für Verfassungsschutz. Man muss sich fragen, wie solche Behörden so lang außerhalb der öffentlichen Kritik stehen können. Jeder, der selbst aktiv ist, ist in der außerparlamentarischen Opposition, und damit meine ich jetzt wirklich alle, die sich jetzt nicht direkt politisch engagieren, haben schon Bekanntschaft gemacht mit V-Leuten, mit Denunzianten, das sind Chaoten, der Verfassungsschutz wirbt Verrückte an aus der Irrenanstalt, die eingeschleust werden und den Faulbrand von innen legen. Und wenn ich dann die Leute warne und sage, das könnte jemand sein, dann sagen die, ach, der ist doch so verrückt. Der kann doch gar nicht beim Verfassungsschutz sein. Das sage ich doch, gerade weil er verrückt ist. Wir haben bei der RAF, der Maler hat mir im Interview mal gesagt, und das ist ja auch öffentlich, dass den ersten Sprengstoff, den die RAF bekommen hat, haben sie von jemandem vom Verfassungsschutz bekommen. Also einen Menschen, der für die Truppe gearbeitet hat. Also die Verquickung, wie du sagst, verfassungsfeindlich, mögen viele sein, aber der steht sicherlich ganz oben. Es gibt letztendlich keinen organisierten Terror ohne staatliche Organisation. Das ist ja das Schlimme. Und ich meine, jeder, der jetzt versuchen wollte, an Sprengstoff, an Waffen ranzukommen, der landet sofort in den Fängen von Agenten. Das heißt, die versuchen ja alles zu steuern, und dadurch müssen sie alle Milieus beherrschen. Und ist es ihnen leider gelungen, in den letzten, das System ist schon sehr alt, das werde ich dann auch nochmal darlegen, ist es ihnen gelungen, ein System aufzubauen, in dem wir jetzt gerade leben, was doch sehr erdrückend für uns alle Menschen ist. Das merken wir auch. Und das System wird immer enger geschnürt, das ist ja auch finanziell, diese Wirtschaftskrisen, die ja gemacht sind. Aber jetzt nochmal zurückzukommen zum Verfassungsschutz. Der Professor Michael Müller war Staatsminister. Staatssekretär. Oder Staatssekretär. Staatssekretär. Ist jemand, der dem Holger Strom bei ganz den, genau. Also ein sehr engagierter AKW-Gegner und einer, der da auch gegen den Strom geschwommen ist und sich nicht nur Freunde gemacht hat. Ein sehr mutiger, sozialdemokratischer, linker Sozialdemokrat, der genau. in dem Bereich sehr aktiv war. Und er hat den Holger Strom unterstützt. Ich kenne ja. Holger Strom ja auch. Der Holger Strom ist ja ein sehr frustrierter Mensch jetzt, muss man sagen, im Alter, weil er keine Bühnen mehr bekommt. Er bekommt keine Auftritte mehr, keine Zeitung, berichtet mehr. Er ist zu kritisch, er ist zu intelligent für dieses Land. Und er wurde ja auch aus diesem Land mit Bedrohungen und so weiter in Portugal gelebt, ist dann wieder zurückgekommen. Und der Herr Professor Müller hat ihn unterstützt und hat gesagt, eben jedem Menschen mit gesundem Menschenverstand sollte klar sein, dass alle relevanten Gruppierungen in Deutschland vom Verfassungsschutz unterwandert sind. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, die wesentlichen relevanten Gruppierungen werden direkt von denen gegründet. Ja. Dann muss man sie nämlich nicht erst unterwandern. Das ist der einfachere Weg. Aber wenn man selbst König wäre, würde man es ja auch so machen. Also man muss sich immer mal in die Köpfe dieser Strippenzieher hineinversetzen. Und ich habe jetzt hier mal versucht, mal dieses System oder diese Matrix, in der wir leben, mal bildlich darzustellen. Matrix. Den Begriff habe ich jetzt angelehnt an diesen Hollywood-Film, wo ja auch. Und Hollywood-Filme sollten wir sehr ernst nehmen. Hollywood-Filme sollten wir viel ernster nehmen als Zeitung, als Fernsehen, weil in Hollywood-Filmen wird uns so Stück für Stück immer auch die Wahrheit verkauft. Aber Matrix ist eigentlich ein positiver Begriff. Heißt ja Mutterschoß, Gebärmutter. Und das ist eben das Zeichen schlechthin, dass alle göttlichen Sachen instrumentalisiert werden ins Gegenteil und eben dann einen schlechten Ruf bekommen, wie Matrix. So, ich habe mich jetzt dennoch an diesen Begriff eben angelehnt, weil er sehr schön beschreibt, weil Matrix eben wie ein, man muss sich das vorstellen, wie ein Netz, was um die Erde gelegt ist, was unsere Gedanken steuert, unsere Gefühle, habe ich ja eingangs schon erwähnt, in dem wir leben, ohne dass wir es merken. Ich kann aus eigenen Erfahrungen sagen, wenn man aus dieser Matrix ausbricht, also dann kriegt man wirklich viel,
viel ab. Das ist auch wie in dem Film. Man wird dann ganz massiv bekämpft, weil das System hat Angst um jeden einzelnen Menschen, der erwacht und aus dieser Matrix mal rausklettert. Und hier an dieser Folie möchte ich jetzt eigentlich zeigen, dass die Menschen, die Bevölkerungen und selbst auch die einzelnen Nationen schon völlig entmachtet sind. Jetzt Beispiel Europa, weil wir jetzt Europäer sind. Wir haben ja die Europäische Union, die vereint dann wiederum alle Nationalstaaten. Da geht es nur um Kontrolle, da geht es nur um Homogenisierung, weil es ist sehr schwierig, Dutzende von Nationen zu kontrollieren oder gar Milliarden von Menschen zu kontrollieren. So, also kontrolliert man die Europäische Union, dann kontrolliere ich automatisch auch die Nationen der Europäischen Union. Und die Nationalstaaten, das haben wir jetzt gesehen beim ESM und so weiter, Europolitik, komplett entmachtet. Komplett entmachtet. So, und dieses Gebilde Europäische Union, das haben wir ja auch für Amerika, Südamerika, Afrika, Asien, in Russland, also dass praktisch alle Nationen vereint werden zu einem Art Superstaat. Vor Jahren hieß es immer noch, die EU wird kein Superstaat. Und jetzt wird schon gemunkelt, mach mal einen Superstaat raus. Wir sind ja auf dem besten Weg. Und daran sieht man eben, hier der äußere Teil von diesem Kreis, das sind wir. Und das Zentrum der Macht liegt in diesem purpurroten Kreis. Also der Mensch an sich ist völlig entmachtet in diesem System. Und selbst die Nationen sind schon entmachtet. Und wenn dann immer geschrieben steht, die Merkel ist die mächtigste Frau der Welt, die Merkel hat überhaupt nichts zu sagen. Der Obama hat überhaupt nichts zu sagen. Komm, wir kommen auch noch dazu, wer was zu sagen hat. Genau. Aber die Politiker haben nichts zu sagen. Und Politiker, die meinen, sie müssten sich gegen diese Strippenzieher auflehnen, wie Kennedy, wie Möllemann, wie Haider und so weiter, die werden umgebracht. Und aus folgendem Grund, weil die Strippenzieher es nicht leiden können, dass sie Politiker aufbauen, groß machen wie Kennedy. Kennedy wurde ja nicht von allein Präsident, sondern wird nur Präsident, wenn man von diesen Strippenziehern unterstützt wird. Sonst kann man kein Präsident werden. Hitler konnte auch nicht Diktator werden ohne diese Strippenzieher im Hintergrund, die ihn finanziert haben. Wie will denn ein armer Künstler aus Wien Diktator von einem großen Reich werden? Völlig ausgeschlossen, geht nur durch die Unterstützung der Banken, der Geheimdienste und so weiter. Und jetzt nähern wir uns mal diesen Kreis. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal von innen an oder von außen. Was meinst du? Nimm ruhig das Zentrum, denn letztendlich ist das, was außen drum, außen drumherum ist, etwas, was also diese Institutionen hier wie FIFA oder Vereinten Nationen oder so etwas, die ja auch nur ich sag mal, Exekutivorgane sind. Also dieses System, in dem wir leben, ist von Menschen erschaffen worden. Das ist kein Zufallsprodukt, das heißt ja immer der Kapitalismus und so weiter, diese Gesellschaftsform, das ist alles ein Zufallsprodukt und die Menschen waren schon immer gierig und es gibt ja Forscher, die sagen, das stimmt ja, oder auch Psychologen, Psychoanalytiker, die eben sagen, der Mensch an sich ist ja gar nicht böse, sondern er wird in diesem System ja erst zum Raubtier gemacht. Und ich glaube auch, dass ein Mensch, der geboren wird, erstmal gut ist. Aber wer in diesem egoistischen, brutalen und wertlosen und vor allem auch gottlosen System groß wird, der muss ja so werden, wie die Menschen heute sind. Der hat ja überhaupt keine andere Möglichkeit. Und Brot und Spiele für das Volk, deswegen habe ich hier auch zum Beispiel mal die FIFA mit aufgenommen. Ich meine, der Blatter ist immer noch im Amt, obwohl er ja Korruption und... Das stört in diesen... wir haben ja auch einen Finanzminister mit entsprechenden Problemen seit vielen, vielen Jahren. Das stört in diesen Funktionen gar nicht, solange die Leute funktionieren. Ja, und die Ausrichter der Fußball-Weltmeisterschaft, wie zum Beispiel Brasilien, die müssen ja dann akzeptieren, dass die ganzen Investoren keine Steuern bezahlen dort. Und Holland oder die Niederlande wollten ja auch die Fußball-Weltmeisterschaft austragen und dann hieß es eben Steuerfreiheit für alle Investoren und dann hat Holland gesagt, ja, das muss das Parlament entscheiden. Das können wir nicht sagen, wir sind ein demokratisches Land, wobei ich ja sage, es gibt kein einziges demokratisches Land auf der Welt, vielleicht Bolivien ist ein demokratisches Land. Aber das war schon die falsche gibt Antwort. Gibt es ja keine demokratischen Länder. Ja. Und hier habe ich diese Weltorganisationen, die nach Fachbereichen eben aufgeteilt sind, wie die Welthandelsorganisation, die NASA,
dann der IPCC, das ist der sogenannte Weltklimarat. Das heißt nicht, was in Deutschland Wissenschaftler sagen, ist entscheidend, sondern was der Weltklimarat sagt, ist entscheidend. Und es wird ja dann alles auch umgesetzt auf nationaler Ebene durch Richtlinien, durch Verordnungen, durch Gesetze. Das heißt, die Nationalstaaten, die können sich überhaupt nicht mehr wehren. Die müssen dann auch diese Gesetze verabschieden. Ansonsten werden ihnen dann Strafen auferlegt. Wir haben das Federal Reserve, wir haben das Bankensystem, das globale Bankensystem. Die Federal Reserve Bank 1913 wurde die gegründet. Kurz vor Weihnachten, als 22. Dezember. Als die Abgeordneten schon im Urlaub waren, hat man ein Bankensystem etabliert, was jetzt weltweit führend ist und alle anderen Banken beherrscht. NASA zum Beispiel, die Raumfahrtsbehörde, ist die einzige Behörde, die sagen kann, was im Weltraum geschieht. Wir haben ja keine Ahnung. Das heißt, wenn die NASA irgendwas sagt, dann müssen wir das glauben. Und ich sage immer, wir sollten immer genau das Gegenteil von dem glauben, was die sagen. So, wir jetzt steht hier in dem etwas äußeren Kreis groteskerweise neben Henkel Greenpeace. Ja. Das ist etwas, wo man jetzt erstmal drüber stolpern würde und sagt, das ist doch nun wirklich die ethisch-moralische Alternative. Die kümmern sich doch um tolle Sachen. Etwa da oben steht dann Goldman Sachs und WWF. Also alle friedlich vereint. Alle friedlich vereint. Also dieser Kreis ist ja eigentlich eine Parallelgesellschaft. Dieser Kreis hier, die rekrutieren ihren Nachwuchs selbst, deswegen habe ich da die Universitäten reingestellt. Also der Otto Normalverbraucher hat mit dieser Parallelgesellschaft überhaupt nichts mehr zu tun. Dieses System kann ja nur funktionieren, wenn es Millionen von Vasallen hat, die für dieses System arbeiten, ohne dass sie es merken. Und das ist diese Parallelgesellschaft, die ich versucht habe, in diesen einen Kreis hier abzubilden, die sich praktisch auch selbst rekrutiert aus Elite-Universitäten. Das sind Menschen, die praktisch von Anfang an mit ihrer Bildung zu Globalisten umerzogen werden, zu digitalen Menschen, die wirklich nur noch mit Computer und mit iPad und mit Screen und so weiter arbeiten und die dann die Konzerne besetzen zum Beispiel. Und die Konzerne, haben wir ja gesehen, gehören ganz wenigen Mutterkonzernen. Wiederum, wir haben hier Thinktanks in diesem Bereich, Stiftungen, also Riesengeflechte von Organisationen. Und daran muss man eigentlich schon sagen, also fleißig sind die Strippenzieher schon. Was sie in den letzten Hunderten von Jahren aufgebaut haben, ist enorm. Und man sieht hier jetzt auch die NGOs zum Beispiel, wie WWF, wie Greenpeace, die eine ganz wichtige Rolle spielen, weil auf der einen Seite möchte man die Konzerne beherrschen, auf der anderen Seite natürlich auch die Opposition zu den Konzernen. Ja. Und Greenpeace ist ja letztendlich mit einer Lüge groß geworden damals. Das war diese FCKW-Lüge. Also FCKW war mit Sicherheit nicht gesund, aber FCKW war mit absoluter Sicherheit nicht dafür verantwortlich, dass unsere Wälder sterben und so weiter. Und Greenpeace, manche sagen, es ist unterwandert worden. Man könnte auch sagen, ich meine, der Gründer von Greenpeace war überhaupt kein Umweltschützer. Der kam vom Militär und hat Skigebiete aus Bergen gestampft, hat die Natur zerstört. Und er hat eigentlich nur am Anfang bei diesen Umweltschützern mitgemacht. Da ging es um diese Atombombentests, ja toller, von den Franzosen. Ja. Und er wollte nicht einsehen, dass man praktisch als Segler dort in diese Bereiche nicht segeln kann, weil ja die Meere für jeden offen sind. Die Weltmeere. Und das war sein Motiv, um da runter zu segeln und nicht etwa die Schäden, die durch die Atombombenversuche dann produziert werden. Also Greenpeace spielt seine Rolle in diesem System, merken wir zum Beispiel ganz deutlich beim Thema Chemtrails. Ja, ja. Richtig aggressiv. Und der Holger hat da ein Lied von zu singen. Ganz aggressiv, ja. Und sie tun so, als wissen sie nichts und berufen sich dann eben wiederum auf Institutionen wie Weltklimarat. Also wie kann man sich als Umweltschützer auf Organisationen von diesen Strippenziehern berufen, dass es keine Chemtrails gibt? Und es ist ja herausgekommen, dass zum Beispiel Greenpeace Amerika gesponsert wird von, nicht von Rockefeller Foundation, aber von Rockefeller Brother Fund, und Rockefeller Ideologie steckt hinter Greenpeace. Ja. Und das ist immer das System, ist immer These und Antithese zu beherrschen, also immer beide Seiten zu beherrschen.
Das ist immer Ziel dieses Systems und das suggeriert eben diese Vielfalt. Und viele Menschen glauben, super, es gibt Greenpeace, die machen das schon, ich muss nichts machen, ich spende ein bisschen Geld hin. Und die ganze Umwelt geht kaputt, die ganze Welt geht kaputt. Wenn ich durch Deutschland fahre, nur noch Ackerflächen, die Hecken werden immer weniger, die Bäume werden immer weniger. Es werden überall Pestizide gesprüht, da frage ich mich, was macht Greenpeace? Wo ist Greenpeace? Ja, ja. Aber sie spielen eben auch im Konzert dieser Geigen mit. Und das ist allerdings hier eine Ebene, von denen jetzt nicht alle Menschen, die dort arbeiten, Eingeweihte sind. Sondern die haben dort ihren Job, haben diesen Tunnelblick. Es werden ja Spezialisten aus Menschen gemacht. Ja, und auch ganz viele gutwillige Aktivisten, die von ja, natürlich das, nicht wissen, dass die Spitze ja Bestandteil der Matrix ist. Die ziehen natürlich auch gute Leute an. Also ich habe mich früher auch bei Greenpeace beworben, nach dem Studium zum Beispiel, schon zu Schulzeiten schon. Für mich als Kind war irgendwie Traum, zu Greenpeace zu gehen. Und die habe ich nie genommen. Jetzt bin ich ja sehr froh, dass ich nicht bei Greenpeace gelandet bin. Ich glaube, ich werde auch relativ schnell wieder rausgeflogen. Das glaube ich auch. Aber jetzt nähern wir uns mal doch dem Herzstück. Dem Herzstück. Also hier habe ich diese ganzen Weltorganisationen, UN, UNESCO, oben war IPPC, IPCC. Aber da müsste man zum Beispiel jetzt auch den Warschauer Pakt mit rein. Das ist ja auch wieder These, Antithese. Ja. Die einen beherrschen den Westen, die anderen beherrschen den Osten. Und man muss wissen, dass der Osten seit der bolschewistischen Revolution letztendlich vom Westen gesteuert wird. Ja, deswegen sollte es zum großen Krieg kommen zwischen USA und Russland, müssen wir davon ausgehen, dass die Herrscher diesen Krieg gemeinsam geplant haben. Weil, das sehen wir dann, wenn wir in das Innere der Pyramide kommen, die Herrscher aus den, oder die Familien aus den verschiedenen Ländern, die eben die Macht haben, alle zusammenarbeiten. Natürlich gibt es auch mal Konflikte. Und die streiten sich auch untereinander, sind sich nicht immer grün, aber in wesentlichen Punkten halten sie eben zusammen. So, und es geht eben nur über Geheimgesellschaften, jetzt wie die Freimaurerei, wo man eben dann sicher sein kann, dass dieses Wissen auch nicht nach außen geht. Die Pyramide ist an sich ja auch ein göttliches Zeichen, was auch von diesen Strippenziehern instrumentalisiert wurde als, ich sag jetzt mal, als ihr Zeichen der Kontrolle, Zeichen der Unterwerfung, das allsehende Auge. In der Pyramide ist ja eigentlich auch das allsehende Auge von Gott sollte das eigentlich sein. Das heißt, sie instrumentalisieren immer positive Symbole und machen sie eben dann zu negativen Symbolen. In diesem purpurroten Kreis tummeln sich jetzt Gruppierungen, die sehr, sehr mächtig sind, aber auch nicht die Spitze der Pyramide darstellen, wie zum Beispiel jetzt der Council on Foreign Relations. Ja. Der kontrolliert die USA. Der kontrolliert die USA, das ist ein Think Tank, da wird überlegt, welches Land müssen wir als nächstes überfallen, wo müssen wir. Das sind auch Hollywood-Schauspieler, das sind Wirtschaftsbosse, Banker. Also jeder, der aufsteigt und zum Star gemacht wird, wird dann eingeladen zum Council on Foreign Relations in Amerika. Dann haben wir zum Beispiel hier die Bilderberg Group, wobei jetzt immer heißt, die Bilderberger regieren die Welt. Die Bilderberger, da treffen sich nur die Funktionäre. Da kommen ja sogar deutsche Politiker hin, die werden dort gebrieft, um die Politik in ihren Ländern dann auch umzusetzen. Ist letztlich nur ein Funktionärstreffen, aber wir haben das Komitee der 300, das ist schon im inneren Kreis. Man sagt ja zum Beispiel, dass Helmut Kohl beim Komitee der 300 dabei war. Hier tummeln sich natürlich auch die Geheimdienste mit mächtigen Geheimdiensten. Die mächtigsten Geheimdienste sind letztendlich die englischen Geheimdienste. Der israelische Geheimdienst. Du hast den ganz oben noch, der ist jetzt abgedeckt. Ist der Mossad noch mit dabei? Ja, weil England regiert vor allem auch die Welt und weniger Amerika, weil Amerika ist letztendlich ja auch nur eine Kolonie von. Also Europa regiert die Welt und nicht Amerika. Und deswegen wird immer alles auf Amerika geschoben. Ich habe hier die Kronen, sind natürlich mächtig. Holland ist ein sehr mächtiges Land, die holländische Krone. Da kommen ja auch Dynastien wie die De Beers zum Beispiel aus Holland. Dann Rockefeller. Die großen Bankfamilien, Rockefeller, Rothschild. Genau, der Herr Rockefeller schaut ja sehr sympathisch aus, kann man sagen. Ja, das ist irgendwo Geschmackssache, aber. Das war jetzt Ironie. Das war mir schon klar. Bei mir auch. Also, der Rockefeller-Clan hat so die Aufgabe, Amerika zu verwalten.
die Rothschilds, hier die Rothschilds, die verwalten Europa, vor allem Frankreich. So, wie kann so ein System zusammenhalten, wie kann dieses System dafür sorgen, dass dieses Wissen über dieses System nicht nach außen dringt? Das geht, wie ich gesagt habe, über die Geheimgesellschaften, und die führende Geheimgesellschaft sind eben die Freimaurer. Sondern es glauben viele, die Freimaurer seien nur ein Stammtisch. Und ich habe diese Zeichen auch jetzt hier extra ganz oben gesetzt, weil man muss ganz klar sagen, dass die Hochgrad-Freimaurer die Welt beherrschen. Und zwar nicht nur Deutschland oder Amerika, sondern fast alle Länder dieser Erde. Und es fing alles an, ich glaube, im 16. Jahrhundert, als der Vatikan die Jesuiten in die Welt geschickt hat, um ein Organisationsnetz um die Welt zu legen. Also die Jesuiten, die habe ich hier. Die Jesuiten haben die Freimaurerei gegründet. Nach dem Motto, wir werden die besten Christen sein, wir werden die besten Hindus sein, wir werden die besten Buddhisten sein, wir werden die besten Wissenschaftler sein, wir werden die besten Künstler sein, wir werden... Und in dieser Welt leben wir gerade. Und deswegen diese Vielfalt, die suggeriert wird, ist eben falsch, weil dahinter ganz wenige Gruppierungen stecken, die unglaublich mächtig sind. Und bisher war es ja immer so, dass der Papst selbst bei einem jesuitischen Mönch beichten musste. Ob das jetzt für den jetzigen Papst auch gilt, weiß ich nicht, weil der ist ja ein Jesuit. Da könnte man wiederum sagen, der Kreis schließt sich jetzt. Ja. Und die Jesuiten und die Freimaurer haben ganz viele Organisationen gegründet. Die will ich jetzt hier nicht näher aufzählen, weil ich sonst unter Umständen wieder großen Ärger bekomme. Du hast jetzt hier die Königshäuser, du hast die Queen im Bild. Ist es denn so, dass die Schlüsselfiguren auch in den USA immer eine solche blutsmäßige Verbindung zu... dem Hochadel haben? Gibt es da diese Notwendigkeit, in Anführungsstriche, dass diese dann auch quasi eine saubere, in Anführungsstriche, Abstammung haben müssen? Also du sprichst jetzt die Familienverflechtungen an wahrscheinlich. Also dieser Familienstammbaum, diese Chronologie kommt von den Mormonen. Die Mormonen, das ist abfotografiert worden vom Professor Walter Veit. Und ich kann jedem nur empfehlen, der mal wirklich wissen will, wer die Welt beherrscht. Weil es wird ja immer sehr viel Halbwissen verbreitet. Der sollte mal die Vorträge sich anhören vom Herrn Professor Dr. Walter Veit. Ein Südafrikaner, der auch deutsche Vorträge hält. Der ist um die Welt gereist, zu den Mormonen, in die Tempel, hat die Inschriften studiert, hat Fotografien gemacht und kann dieses ganze Werk wunderbar in seinen Vorträgen beleuchten. Hier sieht man zum Beispiel die Holland Family, die viele Präsidenten jetzt stellt, oder auch den Gründer, den Guru von den Mormonen, Roosevelt, Churchill, den haben wir hier noch. Bush, Ford, Nixon. Bush, also hier sieht man schon, dass sehr viele Präsidenten der Vereinigten Staaten und andere Prominente aus einem Familienstammbaum kommen, zum Beispiel. Wenn man jetzt du hast links daneben einen Chart, wo es um den, auch der aktuelle Präsident mit im Boot ist, also auch diese Verflechtungen sind auch erstaunlicherweise offensichtlich nötig. Man könnte ja sagen, ob ich dann eine Marionette habe wie George Bush, ist eigentlich völlig egal. Solange er funktioniert, passt das alles. Aber offensichtlich muss es diese Blutsverbindung auch geben. Naja, ich meine, sie haben ja immer Angst, dass das ganze System auffällt. Also wenn relativ wenige Familien Milliarden von Menschen beherrschen, dann ist das ja eigentlich ein sehr unnatürliches Phänomen. Und wenn nur ein großer Teil oder ich sage mal die kritische Masse der Menschen wüsste, von wem sie überhaupt regiert wird, wird wahrscheinlich in kürzester Zeit das ganze System zusammenbrechen. Deswegen haben die natürlich Angst, dass das Wissen nach außen geht, und innerhalb der Blutslinien oder der Familienbünde können die eben, oder wissen sie, dass das Wissen auch in der Familie oder in diesen Netzwerken bleibt, wobei man das eben über diese Geheimbünde organisiert, wie die Freimaurerei. Und die Freimaurer sagen ja selber, dass diese ganzen Sachen, es geht den Menschen nichts an. So, und jetzt sprechen ja diese
streben sie ja auch nicht von Menschen, wenn sie über uns sprechen, sondern wir sind das Vieh, Goyim, Vieh, Orks, Herr der Ringe zum Beispiel. Das ist so eine Beschreibung, wie wir genannt werden. Und deswegen, die haben ja auch überhaupt keinen Respekt vor uns Menschen. Das sieht man ja, wie die auch ihre eigenen Landsleute verschüren in Kriegen. Und diese Menschen denken überhaupt nicht national. Und deswegen sollten wir endlich mal aufhören, in Nationen zu denken, wie USA und Russland und Deutschland. Staaten gab es nur, weil es Sklaven gab. Es gab nie einen Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit, wo sich Menschen zusammengefunden haben, um zu entscheiden, wir gründen jetzt einen Staat. Sondern Staaten wurden gegründet, weil, um Sklaven zu managen. Und ob das jetzt Demokratie ist oder Kommunismus, Faschismus und diese ganzen Gesellschaftsformen sind für diese Strippenzieher Viehmanagement. Und immer dem Zeitgeist nach. Früher war der Faschismus populär, heute sind es die sogenannten Demokratien. Wenn man näher hinschaut, merkt man ja, man hat überhaupt keine Macht als Mensch in der Demokratie. Also diese Gesellschaftsformen, die Menschen Ideologien aufspalten, gegeneinander hetzen, so dass sie sich millionenfach abschlachten, sind für diese Strippenzieher nur Viehmanagement-Methoden. Und deswegen grinsen die auch immer so, wenn man den Busch sieht, weil die natürlich wissen, dass die Milliarden von Menschen verarschen, nach Strich und Faden, weil sie eben alle beide Seiten beherrschen. Hier sieht man ja auch eben Hollywood-Stars, Tom Hanks, Marilyn Monroe, Brad Pitt. Man sieht aber auch Dracula. Dracula zum Beispiel auch, ja gut. Ja. Dracula, ne? Ich meine, viele meinen, dass das nur ein Märchen ist. Genauso nee, den Vlad hat es wirklich gegeben. Hat es gegeben, so ist schon, es. Das ist schon richtig, aber es passt irgendwie. Ja. Also hier kann man das sehr schön sehen, diese Verflechtungen. Und nahezu alle Präsidenten der USA kommen aus englischen oder aus europäischen Königshäusern. Ja. Aus schottischen Königshäusern oder englischen oder französischen Königshäusern. Und fast alle Präsidenten. Wenn wir haben die Kirchen schon angesprochen, zwei Punkte sollten wir noch einfach so zum Verständnis bei dem Thema Matrix ansprechen. Das eine ist, wenn du mal ganz nach oben gehst, ein interessantes Bild insofern als die... Welches denn? Ganz oben, die Rolle der Justiz. Du bist selber... tätig und wie würdest du das interpretieren, ein solches Foto, was ja, wenn man die handelnden Personen sich anschaut, erstmal überrascht? Ja, weil hier wird der Spieß umgedreht. Normalerweise erwarten ja Richter, dass man vor ihnen also nicht nur Respekt hat, sondern sich auf die Knie begibt, und hier wird der Spieß mal umgedreht. Wir sehen hier den Vorsitzenden Richter einer Strafkammer, der sich vor dem Angeklagten Holger Pfahl verbeugt. Das heißt, nicht der Angeklagte verbeugt sich hier vor dem Richter, sondern der Vorsitzende Richter verbeugt sich vor dem Angeklagten. Das hat folgenden Grund. Der Holger Pfahl, wissen wir ja, Panzergeschäfte, also so viel kriminelle Energie, aber, und er grinst, weil er weiß, man kann ihm nichts anhaben, weil die Freimaurer beherrschen die Welt. Und er ist ein Hochgrad Freimaurer, und dieser Richter ist vermutlich, ich kenne ihn ja nicht persönlich, vielleicht unter Umständen ein Freimaurer in den unteren Rängen. Ja. Und wenn dann ein Hochgrad Freimaurer wie der Holger Pfahl kommt, dann muss man sich natürlich tief verbeugen, und ich glaube, dieser Freimaurer-Händedruck wird hier ein bisschen vertuscht durch die Robe. Den sieht man ja hier sehr schön. Ich bin jetzt aber kein Profi von Symbolen. Mir geht es eigentlich nur darum, das ganze System mal eben darzustellen, mit all seinen Facetten und immer nicht nur einen Teil. Jetzt haben wir hier, da sieht man diesen typischen Händedruck, der auch als Testsignal, das ist mir mal passiert bei einem Vorstellungsgespräch, wollte man offensichtlich wissen, ich hatte da keine Ahnung von, ob das etwas ist, ob ich dazugehöre oder nicht. Und hatte dann später, ich fand den irgendwie eigenartig, wie gibt der mir die Hand, dieser Gesprächspartner. Und das habe ich dann nachher nachgelesen. Das war dann genau das, was hier, also die Frage, hätte ich jetzt entsprechend reagiert, hätte ich den Job wahrscheinlich gekriegt. Und insofern
ich konnte nicht richtig zurückdrücken. Das ist natürlich ein Erkennungszeichen, ja. Weil ich sag mal, die Freimaurer kennen sich jetzt ja auch nicht alle untereinander. Die kennen eben jeweils ihre eigenen in der Loge und vor allem die kennen ihre Gurus, weil jede Loge hat ja auch wieder einen Guru. Aber die Freimaurer sind ja auch nicht das Höchste der Gefühle. Und jetzt komme ich nochmal zurück in den Kreis und jetzt wird es für viele auch vielleicht ein bisschen zu schwer, weil man muss ja mal fragen, was treibt denn diese Menschen überhaupt an? So ein System aufzubauen, so mit den Menschen umzugehen weltweit, so viele Kriege vom Zaun zu brechen, die ganze globale Welt zu zerstören, es muss sie ja was antreiben. Und wenn man mal dahinter kommt, was überhaupt auf dieser Welt geschieht, dann hat es eigentlich so mit Wirtschaft und Kapitalismus und den ganzen Sachen gar nichts zu tun, sondern wir haben ein religiöses Problem auf der Welt. Ein ganz schwieriges religiöses Problem, weil diese Gruppierungen eben, und hier habe ich das ja mal schön hier oben eingeblendet, jemanden nachfolgen, dem man jetzt nicht unbedingt nachfolgen sollte, und das ist Luzifer. Das ist ihr Gott, und deswegen, es gibt jetzt eigentlich nur zwei Möglichkeiten auf dieser Erde, für was man sich selbst auch entscheiden kann. Entweder man folgt, ich sag mal, diesen verrückten Menschen, die Luzifer. Das sind ja diese zwei Hörner. Und als ich jetzt das erste Mal bei meinen Vorträgen jetzt auch diese Themen mal angesprochen habe, als Rechtsanwalt, ist es ja nicht normal, dass man solche Themen, aber man kann ja nicht ständig um die wichtigen Sachen rumschiffen, habe ich jetzt zwei Hörner auf meiner Windschutzscheibe. Zwei Hörner von, also das eine ist nicht so richtig geworden, aber ich war ja beim Autohändler und der hat gesagt, der wurde ungefähr 15 Mal angesetzt auf der Autoscheibe um dieses Kunstwerk. Also zwei Hörner mir auf die Windschutzscheibe zu platzieren. Da sieht man, die arbeiten immer mit Symbolen. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut. Das ist das eigentlich Erstaunliche. Das sind ja die Hörner von Luzifer, das ist ihr Gott. Und das sind ganz unterschiedliche Personen, die du hier abbildest. Ja, und das ist diese Vielfalt. Zum Beispiel viele der sogenannten Verschwörungstheoretiker dachten ja, der Ahmadinejad. Ich kann immer diesen Namen nicht aussprechen. Die dachten ja, er ist ein Guter. Also die Amerikaner sind die Bösen und der Iran ist gut. Hochgrad Freimaurer. Sarkozy, Hochgrad Freimaurer. Obama, Hochgrad Freimaurer. Berlusconi, Hochgrad Freimaurer. Bush, Hochgrad Freimaurer. Schröder, Hochgrad Freimaurer. Und Herr Ratzinger? Ja, der Herr Ratzinger, ich meine, der war jetzt Papst, ob der so viel zu sagen hat im Vatikan, weiß ich nicht. Aber er läuft natürlich auch Luzifer hinterher. Die müssen Luzifer hinterherlaufen, sonst kommen die an diese Kreise gar nicht rein. Und ab dem 30. Grad, sagt man, werden diese Logenmitglieder dann eingeweiht, um was es überhaupt geht. Es geht um ihren Baphomet, es geht um ihren Luzifer, den sie eben als Architekt der Welt sehen, als Verstand, als Intelligenz. Wohingegen eben Jesus und Gott sind die Spielverderber. Moralapostel lehnen Technik ab zum Beispiel oder lehnen Drogen ab und sind die Spielverderber, Moralapostel. Und deswegen geht es jetzt in dieser Welt letztendlich darum, ob man auf der einen Seite Satan folgt oder in Form des Luzifers oder ob man Jesus und Gott folgt. Deswegen muss jeder von uns selbst wissen, und ich denke, es gibt jetzt keine dritte Möglichkeit mehr, dass man sich eben selbst positionieren muss. Und deswegen werden die Menschen ja auch zu Atheisten umerzogen, damit die überhaupt nicht mehr wissen, dass es Jesus mal gegeben hat oder dass es Gott gibt. Und die Jesuiten, die den Auftrag haben, Jesus aus der Geschichte zu tilgen, und wenn Jesus aus der Geschichte getilgt ist, soll Gott aus der Geschichte getilgt werden, damit sie ihren Luzifer als allmächtigen Gott der Bevölkerung endlich repräsentieren können, als allmächtigen Gott der Erde. Die nennen sich ausgerechnet Jesuiten, die Jesus hassen, muss man sich mal vorstellen. Und jetzt kann man sich auch vorstellen, warum alles immer wieder auf die Zionisten geschoben wird. Dann kommt sofort wieder der Antisemitismus-Reflex. Und die sind für alles Übel in der Welt, sollen die Zionisten, ich meine, die Zionisten verhalten sich nicht friedlich. Überhaupt keine Frage, nur wer sich der katholischen Kirche und den Jesuiten in den letzten Hunderten von Jahren nicht untergeordnet hat, wurde ausgelöscht. Und die Christen oder die Kirche, die hat ja zwei Lehren. Das eine ist diese pseudochristliche Lehre, die sie uns Menschen verkaufen will. Und die innere Lehre,
der Kirche, was natürlich nur die Eingeweihten wissen, ist eben die luziferische Lehre. So, und wenn jetzt der Papst von Gott spricht, meint er Satan. Und wenn der Papst von Satan spricht, meint er Gott, weil sie Gott hassen und weil sie Jesus hassen. Und die katholische Kirche hat über die Jesuiten, über die Freimaurer, die sie dann auch noch unter die protestantische Herrschaft gestellt haben, These, Antithese, Katholiken, Protestanten, und dann behauptet doch der Vatikan, dass die Antichristen seien, die Freimaurer. Man muss Freimaurer sein, um Kardinal zu werden. Und im Vatikan selbst gibt es ja auch zwei Logen der Freimaurer. Das heißt, um in der Kirche Karriere zu machen, muss man ja auch Freimaurer sein. Und daran sieht man, dass Milliarden von Menschen in die Irre geführt werden von allen Religionen. Und der Hinduismus wurde unterwandert, der Buddhismus selbst wurde unterwandert, weil während diese Macher, sage ich mal, diese Welt gestalten, sollen wir uns hingeben der Lebensfindung. Wir sollen den ganzen Tag Yoga praktizieren. Nichts gegen Yoga, nichts gegen Spiritualität, ist ja wichtig. Aber eben nicht verharren im Schneidersitz, sondern versuchen auch aktiv die Welt mitzugestalten und eben nicht, ich sage jetzt mal ganz hart, diesem Gesindel zu überlassen, die gesamte Welt ruinieren und uns Menschen ruinieren wollen. Ein herrliches Schlusswort, ein Fazit, ich sag mal, eines Blickes in die Matrix, eines Blickes auf die Strippenzieher. Und was wir jetzt brauchen, wäre, wie dein Vortrag an sich oder wie deine Ausarbeitung heißt, raus aus der Matrix, rein in das Leben. Das wäre dann der zweite Teil. Ich freue mich auf diesen zweiten Teil, denn wir enden jetzt mit einem etwas düsteren Bild, und wobei die Klarheit im Kopf immer dazu beiträgt, die Düsternis an sich schon mal zu beseitigen. Insofern sind solche Überlegungen, das Darstellen solcher Zusammenhänge immer etwas sehr Wichtiges und sehr Wertvolles. Und jetzt sind wir dem aber nicht hoffnungslos und willenlos ausgeliefert, sondern wir können raus aus der Matrix und rein ins Leben. Und das machen wir in einem zweiten Teil. Gerne. Lieber Dominik, ich danke dir. Danke auch. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetadressen von Dominik Stauer ein: www.matrix-ad.de, www.dominik-stauer.de und www.sauberer-himmel.de. Unterschiedliche Informationen, wie die Seiten auch schon zeigen oder wie der Name der Seiten schon andeutet, zu verschiedenen Themen. Informationen auch zu dem, was wir heute gesagt haben. Und dann sehen wir uns wieder in diesem Fall zu einer Fortsetzung zu dem zweiten Teil des Interviews mit Dominik Stauer, wenn es dann um raus aus der Matrix, rein ins Leben geht. In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.